Name ist Maria Brasse, ich bin die Koordinatorin und Projektleiterin des G-Players, die sich mittlerweile auch über ihre Grenzen des Ganghofer Quartiers hinaus verwirklicht haben und auch im Harzer Kiez tätig sind. Wir bieten in diesem Quartier durchgehend in allen Ferien und in den Schulzeiten samstags und sonntags ein buntes Spieleprogramm an. Mädchen und Jungs zwischen 6 und 12 Jahren sind herzlich willkommen. Das Projekt besteht mittlerweile aus circa mindestens 50 Kindern, die an jedem Wochenende daran teilnehmen. Drei Trainern im Wechsel, einem Peer-Helper. Leider läuft die Förderung zum Ende diesen Jahres 2014 aus. Und es ist die große Frage, wie es im Jahr 2015 weitergeht. Wir wollen unbedingt weitermachen. Die Kinder brauchen es, wir wollen es. Und wir bitten natürlich jetzt dringend um neue Fördergelder. Mein Name ist Ali Ibrahim. Ich bin der Trainer in diesem Projekt. Unterstützt werde ich von einem Peer-Helper. Anfangs war es nicht so einfach mit den Kindern und Jugendlichen. Doch im Laufe der Zeit hat sich das alles weiterentwickelt. Wir haben klare Regeln aufgestellt, an die sich die Kinder zu halten hatten. Dadurch haben wir es geschafft, diese Barriere zwischen verschiedenen Nationen zu brechen und es geschafft, dass die Kinder zusammenzuführen. Integration ist für mich, sich an Regeln halten und vorurteilsfrei und tolerant dem Gegenüber zu sein. Immer wenn ich in die Halle komme, sehe ich, wie sich die Kinder freuen, mich umarmen kommen und immer sagen, Ali, wo bist du geblieben? Es ist schon etwas familiärer geworden, wenn ich sagen darf. Ich bin Tunan Bataje, bin 19 Jahre alt und arbeite als Peer-Helper in der Hans-Wallader-Grundschule vom Samstag bis Sonntag. Bei den Street Players habe ich die Peer-Helper-Ausbildung gemacht und bei Bundkikut habe ich die Street-Fußballwerker-Ausbildung gemacht und konnte dadurch mit den Kindern bei den Turnieren teilnehmen und habe mich somit weiterqualifiziert. Das Projekt wurde von den Kindern gut angenommen, weil die Kinderanzahl sich vermehrt hat und die Kinder mir auch gesagt haben, dass es denen sehr viel Spaß macht. Ich finde das schön, dass Samstag und Sonntag Street Player ist. Ja, ich auch. Ich hoffe, 2015 geht's weiter. Ja, hoffentlich. Yes, Street Player muss weitergehen.